Hallöchen, meine lieben Freunde, willkommen zurück bei Gothic 3 Enhanced Edition. Wir haben im letzten Part die Grunzerhöhle unter dem Bauernhof ausgeräumt. Da waren keine Minecrawler, sondern tatsächlich Ripper. Ich hätte auf Minecrawler getippt, allerdings hätte ich es mir auch denken können, dass das nicht passt, weil Minecrawler machen wohl eher weniger grunzende Geräusche. Aber man kann natürlich auch sagen, inwieweit man hier der Aussage eines Bauern hier oben traut. Er wird auf jeden Fall aber zufrieden sein. Die grunzenden Biester unter deinem Hof sind weg. Da wurde auch Zeit, dass sich endlich jemand darum kümmert. Hier ist die Pacht, die wir noch an die Orks in Trelis zahlen müssen. Ich bin davon überzeugt, dass du der Richtige bist, sie zu überbringen. Davon bin ich auch überzeugt. Was haben wir eigentlich noch für Quests hier? Gar keine. Die habe ich schon alle abgeschlossen hier. Es ist deine Ehre. Du musst entscheiden. Wir bald keine Sklaven mehr. Mit der Zeit werden sich alle unter. Wir müssen denken, bevor sie handeln. Mach hier nicht noch mehr Ärger. Ich weiß selbst, dass ich hier eigentlich nichts verloren habe. Das war ganz wenig, mir nicht so sicher. Du bist ein Paladin. Ich war es einmal. Bis wir den Krieg und unsere Runenmagie verloren haben. Heute bin ich nur noch ein Schatten der Vergangenheit. Daran werden auch die großen Pläne der Feuermagier nichts ändern. Von welchen großen Plänen der Feuermagier sprichst du? Einige Magier in Nordmar glauben, einen Weg gefunden zu haben, uns unsere Magie wiederzugeben. Dazu suchen sie diese alten Feuerkelche und lassen sie sich in ihr Kloster bringen. Was weißt du noch von den Feuerkelchen? Gar nichts. Nur, wo sich einer von ihnen befindet. Und wo? In meiner Tasche. Ich habe ihn in dem Gerümpel der vertriebenen Soldaten dieser Burg gefunden. Gib mir den Feuerkelch. Um damit was zu tun? Das, wozu du scheinbar nicht in der Lage bist. In Ordnung. Hier, nimm das Ding. Wer weiß, vielleicht bringt es ja was, wenn du ihn den Feuermagiern in Nordmar bringst. Bisschen einfach, finde ich. Du kämpfst gegen dein eigenes Volk. Innos hat uns alle verlassen. Mit der Runenmagie ging auch mein Glaube. Ich werde erst wieder mein Schwert gegen die Unterdrücker erheben, wenn Innos mir die Magie zurückgibt. Worauf wartest du dann noch? Du arbeitest für die Orks? Natürlich. Oder soll ich mich etwa in den Höhlen verkriechen wie die Rebellen? Ich bin stark und will mich nicht verstecken. Verstehst du? Das ist sicher noch was zu erledigen. Lass dich nicht umbringen. Morgen sieht das schon wieder anders. Was willst du? Es war Wahnsinn. Also muss es geschehen. Wo ist denn jetzt der Kerl? Immer feste drauf. Das ist meine Meinung dazu. Wir reden später, Mora. Ich glaube, ich muss da so hin. Halt! Cut! Wir werden es jetzt. Lass mich rein. Na schön. Aber benimm dich. Mit der Zeit werden sich alle unterwerfen. Junge, hier ist ganz schön viel los, ne? Warum störst du meinen Kriegsrat? Sprich! Kriegsrat? Der Krieg ist vorbei. Ach, kleiner Klugscheißer. Ihr Menschen seid unterworfen. Von euch ist ja keine ernsthafte Bedrohung mehr zu erwarten. Jedoch habe ich trotzdem auf das Kräftegleichgewicht in diesem Teil des Landes zu achten.
Funktioniert. Wie laufen die Ausgrabungen? Wir graben wie die Wahnsinnigen in allen Teilen der Welt, um die göttlichen Artefakte zu finden. Bisher waren unsere Bemühungen nicht so ertragreich, wie wir gehofft hatten. Nur Belial weiß, ob das Amulett, das mir aus dem Tempel im Osten gebracht wurde, wirklich ein göttliches Artefakt ist. Wer sollte euch Orks herausfordern? Ich habe nicht von Herausfordern gesprochen. Ich sagte Kräftegleichgewicht. Die Assassinen sind unsere Verbündeten. Sie lassen uns in ihrer Wüste Ausgrabungen machen. Des Weiteren lassen sie uns ungehindert in ihre Wüste und in ihre Städte. Dafür bezahlen wir ihnen einen Batzen Gold. Doch bei aller Freundschaft muss jemand darauf achten, dass sie nicht zu stark werden. Und das ist meine Aufgabe. Ich will dein göttliches Artefakt. Warum sollte ich es dir geben? Es hat keinen Wert für dich. Unsinn. Ich habe ganz andere Probleme, Mora. Ich habe immer noch nicht genug Gold zusammen, um unseren Teil der Abmachung mit den Assassinen einzuhalten. Der Halsabschneider von einem Assassinen, Kabir, wartet schon seit Tagen auf eine Antwort von mir. Was glaubst du, was hier los ist, wenn er sein verfluchtes Gold nicht bald bekommt? Ich bringe dir das Gold für die Assassinen. Du willst mir das ganze Gold bringen? Ist das dein Ernst? Das sind satte 50.000 Goldmünzen. Puh, das ist nicht wenig. Das weiß ich auch, du Schwachkopf. Aber gut, wenn du es tatsächlich schaffen solltest, dann können wir uns nochmal über das Artefakt unterhalten. Ich werde sehen, was ich tun kann. Eieiei. Woher soll ich das Gold für die Assassinen bekommen? Am besten, du gehst zu den Bauern in der Umgebung und forderst die Pacht ein. Geh zum anliegenden Tempel und lass dir alles geben, was der Trupp dort aus dem Tempel geborgen hat. Den Rest des Goldes musst du dir wohl woanders besorgen. Ist mir egal, wie du das anstellst. Nur mach es schnell. Verstehe. Das werde ich nicht weiter dulden. Was ist mit den Rebellen? Ja, richtig. Die gibt es auch noch. Und du sagst, der Krieg sei zu Ende. Ha! Die Rebellen überfallen die Bauernhöfe, verstopfen den Pass zur Wüste und bestehlen uns, wo sie nur können. Oben im Westen soll es ein größeres Lager von ihnen geben. Sie nennen es Nemora. Ich würde Nemora gern ausräuchern, aber ich habe im Moment ganz andere Sorgen, wie du weißt. Denjenigen, der es schafft, diese Brut zu zerschlagen, würde ich reich belohnen. Wenn ich es mir leisten kann, versteht sich. Ja. Du bereitest dich auf einen Krieg mit den Assassinen vor? Wir sind hier am Rande der Wüste. Wenn die Assassinen größere Heere ins Mittelland entsenden, dann werde ich das hier als erstes merken. Wenn diese Burg hier fällt, könnten die Assassinen ungehindert ins Mittelland. Das will ich verhindern. Es war Kahns Wille. Also muss. Erzähl mir mehr über euren Bund mit den Assassinen. Im Krieg gegen die Morras waren die Assassinen sehr hilfreich. Sie haben sich um den Teil der Welt gekümmert, den wir Orks eigentlich nur selten bereisen. Die Wüste. Des Weiteren beten wir zum gleichen Gott, Belia. Es war eine strategische Entscheidung, mit ihnen gemeinsame Sache zu machen. Ja. Das ist eine Menge Gold. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Immer feste draußen. Das ist meine Meinung dazu. Mit Moros hat man nichts als Heilung. Ich meine, ich habe ja hier schon die Pacht von dem da oben bekommen. Ich frage mal, ob ich noch eine Pacht bekomme. Ich weiß halt auch nicht genau, ob es hier nicht noch andere Bauernhöfe gibt. Wir erstmal Pause machen. Nee, der hat nichts. Zur Ausgrabung. Vielleicht gibt es da ein bisschen mehr. 50.000 ist viel. Und ich weiß nicht, ob es sich lohnt für das Amulett. Ja,
Hat einen netten Haken geschlagen, das Viech. Auch nicht wirklich einen Überblick, wo ich schon war und wo noch nicht. Aber dass hier die Ausgrabung ist, das ist natürlich sehr einprägsam durch diesen Riesentempel. Das ja, fällt auf. Du, lass mich in Ruhe. So viel zum Thema. Gib, wir sollen bei den Ausgrabungen alles bekommen, was hier gesammelt wurde. Mach dich nützlich, Mora. Ja, ich habe jetzt 1000 Gold bekommen. Sieht doch aus wie Rebellen, ja. Keinen Schritt weiter! Ruhig bleiben, Kleiner. Ich tu dir nichts. Du bist doch nicht gekommen, um Ärger zu machen, oder? Halt's Maul. Wenn ich dich hätte töten wollen, wärst du jetzt tot. Okay. Dann will ich nichts gesagt haben. Du dreckiger Dieb! Ernsthaft. Leute, es gibt einen Kampf! Und ihr wollt damit aufhören? Oh! Da! Da! Oh! Da! 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 Da ist nichts zu holen. Da ist nichts mehr zu holen. Mach ich dich fertig. Hey du, was schleichst du hier? Verschwinde! Fass hier bloß nicht. Mach, dass du wegkommst, du dreckiger Dieb! Jetzt ist der böse auf mich, aber wir sprechen uns noch. Scheiße! Weg mit der Magie! Das weh! Was war das? Weg mit der Magie! Kluges Kerlchen! Lass mich in Ruhe! Erzähl mir mal lieber, was hier oben los ist. Das hier ist ein Rebellenlager. Ich bin Rebell und kämpfe für den König. Aha. Und? Schon Orks getötet? Bisher war ich noch nicht in einer Schlacht. Aber ich freue mich schon darauf, einem Ork das Fell über die Ohren zu ziehen. Du legst doch nicht mal eine Fleischwanze um. Ich habe schon viel geübt mit meinem Schwert. Die Orks sollen ruhig kommen. Ja, ja. Was machst du hier eigentlich den ganzen Tag? Ich passe auf, dass sich niemand an das Lager hier heranschleicht. Ist dir ja prima gelungen. Na, das ist gar nicht so einfach. Vor allem nicht bei den ganzen Viechern in dieser Gegend. Aber am meisten Angst machen mir die Untoten in der Höhle da drüben. Möchte nicht wissen, was die mit einem anstellen, wenn die einen zu fassen kriegen. Oh, dazu könnte ich dir einiges erzählen. Ich könnte die Untotenhöhle für dich aufräumen. Du traust dich wirklich in eine Höhle voller Untoter? Wäre nicht das erste Mal. Wenn du das schaffst, dann gebe ich dir 300 Goldmünzen, okay? Ich denk drüber nach. Jetzt speichere ich. Weil ich ansonsten ein wenig Angst habe vor dem, was passiert, wenn ich jetzt nochmal klaue. Na, jetzt hat's geklappt. Da ist nichts mehr zu holen. Da ist nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Ich habe mir jetzt auch ein bisschen Sorge, mein ganzes Fleisch sofort zu braten. Weil es ja durchaus möglich ist.
Dass ich mal wieder rohes Fleisch brauche. Erinnert euch, letztens hatten wir mal die Stelle. Das Holz brennt gut. Du hast doch sicher noch was zu erledigen. Lass mich in Ruhe. Ich hab's einen nicht übel genommen. Aber er war böse. Weil ich halt geklaut hatte. Ja, liebe Leute, ich mache hier einen Cut. Wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Und dann geht's weiter mit Gothic 3 Enhanced Edition. Macht's gut, bis dahin. Ciao, Kakao.